Ja, wenn ich aus einer politischen Optik das Thema Quantitäten angehe und andenke, muss ich feststellen, dass wir zwar in den großen politischen Diskussionen immer über ökonomische Fragen im Zusammenhang mit der Quantität nachdenken und uns darüber empören, also über die Boni beispielsweise, über die Lohnexzesse in den Banken, über die Frage, ob ein Unternehmen wachsen muss, um überleben zu können, nicht Konkurs zu gehen, ob eine Volkswirtschaft wachsen muss, um nicht pleite zu gehen. Aber eigentlich stelle ich fest, dass in anderen politischen Bereichen diese Tendenz zu Quantität, und zwar diese überwiegende Tendenz zu quantitativen Denken, ebenso vorhanden ist. Also beispielsweise, wenn ich an die Entwicklung des Wohnraumbedarfs nachdenke, wenn ich daran denke, wie viel Wohnraum wir allein in der Schweiz vor 50 Jahren in einer Familie noch beanspruchten und wie viel Wohnraum wir heute beanspruchen. Das hat sich ausgedehnt, quantitatives Verhalten. Wenn ich an die Energie denke, wir brauchen unglaublich viel mehr Energie. Es gibt Energiesparbemühungen, man spricht von Energieeffizienz. Das verhallt alles, um jetzt ganz ehrlich zu sagen, es sei denn mit drastischen Maßnahmen, aber als verinnerlichtes moralisches Verhalten, weniger Energie quantitativ zu gebrauchen, da gibt es keine Erfolge. Wenn ich an die Mobilität denke, die Mobilität nimmt ständig zu, der Mensch will sich bewegen, er will sich bewegen, er möchte schneller irgendwo sein, er möchte schneller überall sein, er möchte immer alle Güter der ganzen Welt jederzeit zur Verfügung haben, was wiederum auf die Mobilität, nämlich den Gütertransport, einen Einfluss hat. Also dieses quantitative Denken ist doch überall vorhanden. Und zwar ist es gibt immer Gegenbewegungen. Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, nein, man muss nicht in die Ferien zu Hause bleiben und Yoga machen. Aber in der Mehrheit ist es so, dass jede Verkehrsvorlage, die wird immer angenommen, weil dieser Drang ist einfach da. Und jetzt führt das in einer Demokratie deswegen zu Schwierigkeiten, weil trotz der Gegenbewegungen die Mehrheit denkt quantitativ und sie wird daran durch unsere Verfassung sogar geschützt. Also zu Recht, der Bürger soll nach seinem eigenen Glück streben dürfen. Und dieses eigene Glück sieht zumindest die Mehrheit der Bürger quantitativ. Und das heißt, dass in Volksabstimmungen dann eben die Mobilität zunimmt, die Energie zunimmt, eine Raumplanung absolut nicht möglich ist, weil alle ihr Hüsli holen und von diesem Hüsli dann zur Arbeit fahren oder zurück. Und von daher ist verhindert dieses quantitative Denken, das in der Demokratie zum Überwiegen kommt, eigentlich eine nachhaltige Politik, weil quantitatives Gebaren geht ja immer zulasten von anderen, entweder von anderen Menschen, in der Ecopop-Initiative wird man darüber jetzt dann diskutieren, oder es geht zulasten der Umwelt, es geht zulasten der Natur. Und die Aufgabe, die langfristige, nachhaltige Aufgabe einer politischen Regierung ist natürlich, dieses quantitative Denken so zu zähmen, dass es dennoch nachhaltig und solidarisch mit anderen Menschen, auch in anderen Kontinenten und nachhaltig auch zugunsten künftiger Generationen ausfällt. Aber die direkte Demokratie steht diesen Bemühungen eigentlich entgegen. Ja, ich setze gerne noch einmal eins drauf aus der Perspektive meiner Profession. Bin ganz erstaunt darüber, dass diese beiden so verschiedenen Professionen, die politische Praxis und die Philosophie und ihre ideengeschichtliche Ausrichtung, hier so einer Meinung sind, aber vielleicht täuscht das auch. Denn wenn ich mir die Bilanz mal versuche zu verschaffen von
ideellen Wert nicht quantitativ zu messen waren, von Ihrer Idee her. Wenn ich mir da eine Bilanz vergegenwärtige, sagen wir mal seit der Zeit der europäischen Aufklärung, die wir ja alle noch so als normative Vorstellung uns vorschweben haben, französische Revolution, Befreiung des Denkens, Befreiung des Menschen, Immanuel Kant, da wollen wir ja alle nicht dahinter zurück. Da würde ich mal an drei hier ganz kurz zeigen, wie da der Sprung von der Qualität in die Quantität so konsequent und so radikal erfolgt ist, dass ich mich frage, ob die Politik noch Wege weiß, wie man da rauskommt. In der Philosophie weiß ich keinen. Beispiel Nummer eins ist die Autonomie. Das ist eines der großen Fanale und Motti der Aufklärung gewesen. Der Mensch soll autonom sein. Das war aber ein Versprechen an den Einzelnen. Autonomie galt nicht für ein Kollektiv. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Immer schwerer vorstellen. Autonomie war ein Versprechen an den Einzelnen. Was herausgekommen ist, ist die Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit, von der Sie schon gesprochen haben. Das ist nicht die Autonomie der Aufklärung. Möglicherweise ist das eine Form, die man irgendwie wählen muss, um die Autonomie zu schützen, aber das ist bisher nicht erwiesen. Das ist mein Beispiel Nummer eins. Mein Beispiel Nummer zwei ist, die Aufklärer haben die Menschenwürde zu schützen versprochen. Das wissen wir alle und zitieren es gerne. Wo ist die Würde heute gegeben? Ich würde sagen, als Marktwert ist sie präsent. Jeder hat seinen Preis, sagt man so schön. Selbst wenn er nicht reale Dinge wie Autos oder sonst etwas produziert, sondern Gedanken, Ideen, Konzepte, Verfassungsentwürfe oder Vorträge hält oder Zeilen, Honorare für seine Produkte kassiert für öffentliche Journale. Das heißt, alles hat seinen Preis bekommen. Das Ideelle ist in das Reelle aufgesogen worden und aus Würde ist ein Marktwert geworden. Auch der Mensch kann sich total selber verkaufen, das tut er heute ja auch. Und das dritte Beispiel, wenn ich das noch schnell anfügen darf, ist der Gedanke der Freiheit selber. Wo haben wir denn eine Möglichkeit, die Freiheit in irgendeiner Weise zu identifizieren, wenn nicht über quantitative Maßstäbe, also durch Leistungsbilanzen. Wir wollen wissen, was hat jemand mit seiner Freiheit gemacht? Sag mal, wie hast du die Zeit genutzt und was ist dabei herausgekommen? Das sind doch die ersten Fragen, die man jemandem stellt, wenn man feststellt, was er mit seiner Freiheit gemacht hat. Also in diese Leistungsbilanzen auch gerne. Die Aufklärung ist sozusagen in ihren großen Werten in eine Quantifizierungskumulation gekommen und ich sehe da keinen Ausweg mehr. Vielleicht ist da ein gewisser Sättigungsgrad jetzt erreicht und deswegen protestieren so viele. Da darf ich zwei Dinge, also im ersten möchte ich Ihnen gerne recht geben, aber im zweiten sehe ich es anders. Zunächst einmal sehe ich es auch so, dass die ganze gesellschaftspolitische Diskussion eine quantitative geworden ist. Ich habe das als Umweltminister erlebt. Wenn ich beispielsweise in einem Parlament oder vor einer Abstimmung von der Biodiversität, die Leute von der Biodiversität überzeugen wollte, da konnte ich nicht sagen, ja, es ist doch eine Bereicherung der Ästhetik, wenn es verschiedene Tiersorten gibt. Ich musste sagen, es gibt Berechnungen darüber, wie viel Milliarden es kosten würde, wenn die Menschen die Bestäubung der Blüten selbst anstelle der Bienen organisieren müssen. Diese Berechnung gibt es tatsächlich. Oder es gibt eine Berechnung darüber, was ist der ökonomische Wert einer Blaumeise? Er ist 23,75 Euro. Also gut, das ist ganz genau ausgerechnet. Das heißt, die Diskussion um die Biodiversität, also um die Schönheit der Natur, sage ich jetzt mal, die hat sich in solchen Preisen abgespielt. Und ich habe mich ertappt, dass ich selbst auf diese quantitative Argumentationsebene gestiegen bin, um überhaupt überzeugen zu können. Da bin ich in einer Meinung. Bei der Autonomie, da sehe ich es etwas anders. Ich kann keinen Unterschied zwischen der Autonomie eines Individuums und der Autonomie eines Staates machen. Im Gegenteil, ich sehe wirklich parallel, nämlich eine absolute Autonomie
Das gibt es einfach nicht, oder? Also das Kleinkind muss ja schon sehr früh, seit den ersten Nächten, da darf es noch durchbrüllen, oder? Aber nachher macht man die ersten Kompromisse, oder? Und dann muss es auch etwas ruhig sein. Und ein Staat kann auch nicht autonom sein. Es gibt in der Schweiz, wir wissen ja jetzt, es gibt eine Partei, die meint, wir können total autonom sein und prägt das ganze Sein. Aber das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ein Staat, der vollkommen autonom ist, hat übrigens schon Rousseau gesagt, der verarmt, geht gar nicht. Und dann verdrängt man diese quantitativen Einflüsse und diese Verwogenheiten. Also da finde ich eine absolute Autonomie, das existiert einfach nicht, so wie wir soziale Wesen sind, die miteinander Kompromisse eingehen müssen, muss das die Staatenwelt auch. Wahrscheinlich finden wir uns da irgendwo, aber das nicht ohne die Bemerkung noch anzufügen, die ich mir jetzt nicht verkneifen und versagen mag. Rousseau ist der einzige von den großen Aufklärern, der kein Autonomieversprechen abgegeben hat. Er war ein Schweizer. Vielleicht hängt das damit zusammen. Jedenfalls könnte er ein anderes Verständnis gehabt haben, das könnte sich als real erwiesen haben. Und die Autonomie, die hier auf dem Spiel steht, ist ja diejenige, die in Konflikt geraten kann mit der politischen Autonomie eines Staates oder eines Volkes oder eines Kollektivs. Und das eigentliche Versprechen der Aufklärung wäre gewesen, wenn es zu einem solchen Autonomiekonflikt kommt. Konflikt zwischen Autonomie des Staates auf der einen Seite und seiner Rechtshoheit und der Autonomie eines individuellen Bürgers. Dann muss es Regelungen geben, die am Ende dazu führen, dass die Autonomie des individuellen Bürgers nicht gefährdet ist, sondern im Prinzip ein schützenswertes Gut bleibt. Das ist vielleicht philosophische Träumerei, aber dazu kann ich nur sagen, die Aufklärung wäre ohne die Philosophie gar nicht zustande gekommen. Ja. Aber dieses, also ja, Autonomie des Staates anerkannt, aber sie ist ein möglicher Konfliktpartner. Das sehe ich auch so und ich finde, es gibt in der realen Politik auch durchaus Lösungsmöglichkeiten, die ich immer sehr hochgehalten habe, an die ich auch glaube, die zum Teil auch erschüttert werden, das muss ich auch sagen, und seit ich nicht mehr im Amt bin, sehe ich das auch etwas distanziert und merke, ich habe vieles vielleicht etwas romantisierend gesehen, weil ich an die Hoffnung, an eine Gesellschaft, die ich hatte, auch immer dann schon ein bisschen für die Realität nahm. Ich will damit sagen, wir sagen am Anfang, in einer direkten Demokratie kann die Mehrheit eigentlich bestimmen. Und ich bin eben nicht der Meinung, dass eine Demokratie zur Diktatur der Mehrheit werden dürfte. Also beim bloßen Abstimmen darf es nie sein Ende haben, weder vor der Abstimmung noch nach der Abstimmung. Das heißt, es müssen immer Lösungen gesucht werden, wo die Anliegen der Minderheit aufgenommen werden. Deswegen versuchen wir ja vor einer Abstimmung bereits möglichst Konsens, geht selten, aber Kompromisse so zu finden, dass die Minderheit sich dennoch in den entscheidenden Mehrheit wiederfinden kann. Und das ist mein Ideal einer direkten Demokratie, sonst verkommt sie auch zu einer Diktatur der Mehrheit, was nicht unser Ideal wäre. Wunderbar für ein philosophisches Ohr noch zu hören, dass Politiker Ideale haben. Dazu würde ich eine melancholische Bemerkung machen wollen und eine, wenn Sie so wollen, eher realistische, die melancholische ist. Ja, das ist und war das Markenzeichen Ihres Landes, dass die direkte Demokratie gewissermaßen als Kompensat, als Korrektiv der Nachteile und der Defizite einer repräsentativen Demokratie wachgehalten wird. Und das ist ja auch eine Art Alleinstellungsmerkmal dieses Landes, aber eben nur dieses Landes. Und in der letzten Zeit darf man ja bezogen auf das Beispiel, das ich schon erwähnt, fragen, ob die direkte Demokratie nicht auch die Achillesferse ist. Denn es war gerade diese Methode, die dazu geführt hat, eine Partei sich als die wahre Autonomievertreterin empfehlen zu lassen, die dann sich auf die direkte Demokratie beruft und sie zugleich gewissermaßen missbraucht. Aber das ist nur meine melancholische Bemerkung, die reale muss ich noch anfügen dürfen. Außerhalb der Schweiz habe ich den Eindruck, man hat sich längst daran gewöhnt, dass wir total quantifiziert sind, will ich einmal sagen.
Man hat überhaupt nicht mehr Ansätze dafür, in Frage zu stellen, dass alles seinen bezahlbaren Wert haben muss. Von berühmten Kunstwerken bis hin zu, sagen wir mal, literarischen Quellen, Ursprungshandschriften. Sobald man sie findet, wird gefragt, welchen Wert hat sie und welche Versicherungssumme muss dafür bezahlt werden. Diese Quantifizierungstechnologie kann ich aber illustrieren mit einem schönen Beispiel, der frühere Vorstandsvorsitzende von VW, Herr Piech, ist ja auch außerhalb Deutschlands gut bekannt und man kann ihn wirklich als einen echten Machthaber bezeichnen. Hatte einmal einen Eklat erzeugt, weil er von General Motors einen Spitzenmanager holen wollte, einen gewissen Herrn Lopez, und der wurde von General Motors bezichtigt, Geheimnisverrat begangen zu haben. Solange das Verfahren lief, hat Piech gesagt, er lege seine Hand für ihn ins Feuer. 14 Tage später war Lopez wieder aus dem Rennen, weil General Motors mit seinem Protest gesiegt hatte. Und ein befragter Piech, was sagen Sie denn nun zu dieser Situation? Vor 14 Tagen haben Sie für Herrn Lopez noch die Hand ins Feuer gelegt. Kommentar unvergesslich. Jeder ist ersetzbar, selbst ich. Das ist ein Satz, mit dem man den Sieg der Ersetzbarkeit durch Quantifikation erlebt hat. Es gibt solche Beispiele aus allen Gesellschaftsspalten, will ich mal sagen. Ja. Nicht nur in der Wirtschaft, will ich jetzt sagen. Es gibt es überall. Aber wir wollen nicht resignativ uns damit begnügen. Wir wissen ganz genau, dass es auch andere Werte gibt. Oder es ist ja, es ist nicht jeder Wert auf Erden monetär zu ersetzen, also quantitativ zu umschreiben und festzulegen. Bei uns gibt es zum Beispiel bei einem Unfall mit tödlicher Folge verschulden eine Genugtuung. Und regelmäßig sagen natürlich die Angehörigen, also diese Summe ersetzt doch nicht den Menschen, den ich verloren habe. Also auch hier der Versuch, den Schmerz und den Verlust eines Menschen quantitativ zu erfassen. Es gibt andere Länder, wo keine Genugtuung bezahlt wird, und zwar aus dem Respekt oder der Erkenntnis, dass ein Menschenleben nicht quantifiziert werden kann. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ich verzichte auf diese Genugtuung, denn ich will mir den moralischen Vorwurf nicht gefallen lassen. Ich hätte meinen Ehepartner hätte ich als eine quantitative Größe gesehen. Damit will ich sagen, es gibt immer auch das andere Denken. In der Politik, in der Wirtschaft, überall gibt es auch das andere Denken. Und das ist eben zu fördern, zum Beispiel in solchen Diskursen. Wenigstens gibt es das noch, aber es ist in der Defensive. Und es ist immer in der Defensive. Es hat ja etwas, was negativ ist, wenn einer tot ist und man sagt, mehr als Geld haben wir leider nicht zu bieten. Aber dennoch, wir wollen es nicht aufgeben. Nein, dazu bin ich ja